Wenn die Inflationsdaten heute niedriger ausfallen, erneut niedriger ausfallen, dann hat die Fed natürlich ein verstärktes Glaubwürdigkeitsproblem mit ihrem Mantra, länger die Zinsen hochzuhalten. Das ist ja das, was uns die Notenbanker überall versichern. Gleichzeitig geht die Inflation nach unten und die Märkte sagen, ach, lass die reden, die Inflation geht nach unten, sie werden die Zinsen senken. Aber eins ist auch klar, je stärker die Märkte steigen, je stärker die Renditen zurückkommen, umso stärker das Potenzial wieder für ein Wiederaufleben der Inflation. Geld wird billiger etc. Also wird das wiederum die Notenbanken davon abhalten, die Zinsen zu senken. Weil sie eben fürchten, naja, wenn wir jetzt in diese Situation, wo wir eine Rallye sehen, wo wir sehen, dass Geld billiger wird, wo sich die Finanzkonditionen lockern, wenn wir da noch reingehen mit den Zinssenkungen, ja, wo soll das dann hinführen? Dann haben wir dasselbe Problem mal wieder auf dem Tisch, das wir ja schon vor kurzem hatten. Und so antizipieren die Märkte das, was ihnen möglicherweise dann genau den Wunsch nicht bringen wird, den sie haben, nämlich dass die Fed und andere Notenbanken die Zinsen senken wird. Jedenfalls die Notenbanken jetzt in der Zwickmühle, wenn die ganze Geschichte weitergeht, wie sie bisher weitergegangen ist oder wie sie im November gelaufen ist. Jetzt sehen wir mal die Finanzkonditionen seit der letzten Fed-Sitzung, als Pauli ja gesagt hat, naja, die Renditen, die machen ja ein Stück weit unsere Arbeit etc. Das Gegenteil ist seitdem passiert, die Finanzkonditionen haben sich massiv aufgeweicht. Es war mit der beste Monat seit 2008, dieser November. Die Wall Street wettet auf ein Soft Landing, die Volatilität hier unten im WIX so niedrig wie kurz vor Corona im Januar 2020. Also, da muss jetzt was her, da muss was passieren aus Sicht der Fed, denn schauen wir uns mal das Statement der Fed zuletzt an. Hier hat man dann gesprochen davon, dass das Wachstum im dritten Quartal sehr stark war. Da gab es ja dieses BIP von über 5% für das dritte Quartal. Dann haben wir gesehen, Job Gains moderated, ja, das kann man nach wie vor so sagen, aber vor allem damals die Rede tighter financial and credit conditions for households are likely to weigh on economic activity, hiring and inflation. Also die schärferen Finanzkonditionen dürften die Inflation beeinflussen. Was haben wir jetzt mit den Finanzkonditionen gesehen? Die haben sich massiv aufgeweicht und das dürfte die Fed auf Hab 8 bringen, nachdem jetzt eben diese Finanzkonditionen so abgestürzt sind. Das ist mal hier die Erwartung für die heutigen Daten 14:30. 0,0% in der Headline zum Vormonat und 3,1% zum Vorjahresmonat und fast noch wichtiger, in der Kernrate plus 0,3% wäre also ein weiterer Anstieg und dann plus 4,0%. Wir sehen hier die Headline CPI in diesem Balkenchart. Das ging runter, runter, runter. Wir haben schon jetzt letztes Jahr 7,1% gehabt im November. Also der Basiswert wird jetzt so langsam immer niedriger und wir sehen, wir sind dann runter auf 3,0 und dann ging es wieder ein bisschen hoch, jetzt wieder ein bisschen runter, aber es ist auf jeden Fall dieser klare Abwärtstrend der Inflation, den wir bis Juni gesehen haben, der scheint erstmal vorbei. Nicht vorbei war der bei der Kerninflation, die für die Fed sehr, sehr wichtig ist, denn wir sehen, wir kommen von 6% letztes Jahr November auf jetzt 4,0%. Jeder Monat praktisch seit Frühjahr war tiefer als der vorherige Monat. Heute die Erwartung ja 4,0%. Kommen wir da drüber, sind wir drunter. Hier schauen wir uns mal das Inflation Now Cast Modell der Fed an. Da sind wir, was Core CPI betrifft, bei 4,06 und bei CPI, also der Headline Inflation, also mit Nahrung und Energie, 3,04%. Und zum Vormonat sogar hier ganz leicht negativ, minus 0,01% und Kernrate plus 0,33%. Also das sind so die Erwartungen. Kernrate wird sehr wichtig, denn Energie ist gefallen, dazu gleich mehr. Hier sehen wir mal die Voraussagen der verschiedenen Banken. Die schwanken in der Headline-Zahl CPI, ja, 0,0 bis 0,1 kann man sagen. Keiner hat hier was Negatives. Hier zum Vorjahresmonat haben alle 3,1, manche haben 3,0%. Interessanter dann Kernrate. Da schwankt man zwischen 0,2 und 0,37% und zum Vorjahresmonat 3,9 bis 4,1%.
Wie würde sich das Ganze übersetzen in Marktreaktion? Da hat der JP Morgan mal was gebracht und hat gesagt, okay, also wenn jetzt die Inflation Headline-Zahl zum Vormonat bei minus 0,2 ist, also deutlich niedriger als erwartet, dann dürfte der S&P 1,5 bis 2,5% steigen. Wenn wir so ein minus 0,1, minus 0,2 sind, dürfte er ein gutes Prozent steigen. Sind wir bei 0,0 oder 0,1%, dürfte es neutral sein. Sind wir bei 0,2 und 0,3 dürfte der plus 0,2, 0,3 dürfte der S&P 1% fallen, und sind wir sogar 0,4 oder höher, dürfte der S&P 1,5 bis 2% verlieren. Also je niedriger die Inflation für die Märkte, umso besser. Allerdings wahrscheinlich nicht für die Fed, die zwar die Inflation bekämpfen will, aber jetzt gucken muss, dass ihr die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Wir sehen mal hier die Zusammensetzung nochmal, dieses CPI-Index, Consumer Price Index. Da sehen wir Housing, extrem wichtig mit 44,6%. Dann kommt Transport. Jeweils in diesen Kategorien ist Energie dabei, natürlich Heizen, Transport, klar, Benzinpreise etc., Food and Beverages und so weiter, Medical Care, was da alles dabei ist, oder? Also da ist schon einiges am Start, aber vor allem Housing ist der Bereich, der wichtig ist, und hier schauen wir uns mal die Mieten an. Und wir schauen uns an, was man zahlen muss, wenn man ein Haus gekauft hat. Und hier sehen wir, es ist deutlich teurer, sich ein Haus zu kaufen, als zu mieten derzeit in den USA, weil die Hauspreise nach wie vor extrem hoch sind. Da ist nicht viel nach unten gekommen. Und da ist jetzt die Frage, wie berechnet man das seitens der US-Statistikbehörden? Da gibt es ja die Homeowners Equivalent Rent. Also das ist das, was die Leute Miete bezahlen würden, wenn sie nicht Eigentümer der Immobilie wären, oder was sie sozusagen an Miete verlangen würden. Und all das sind natürlich so ein bisschen schwierige Kennzahlen, die dann zeitlich noch verzögert 6 bis 9 Monate reinkommen. Insofern ist die ganze Geschichte relativ schwierig. Eins ist aber klar, der Ölpreis ist relativ deutlich gefallen. Wir waren Anfang Oktober noch im Bereich 90, 91. Israel-Krieg, dann ging es nochmal nach oben. Seitdem geht es nach unten. Wir sind also jetzt ja schon mal zwischenzeitlich deutlich nach unten gekommen, sogar unter die 70er Marke gefallen, aber noch wichtiger dann vielleicht, ja, was zahlen denn die Amis an der Tankstelle? Und hier sehen wir, im Oktober waren wir noch so fast bei 4 Dollar, 3,93 Dollar die Gallone. Anfang Oktober, Anfang November war das dann schon 3,52, und aktuell sind wir bei 3,25, also Benzinpreis ist deutlich nach unten gekommen. Das hat dann auch die Inflationserwartungen der Amerikaner nach unten gebracht, die erwarten also weniger Inflation. Kommen wir jetzt to the markets, kommen wir zu den Märkten. Wir sehen, dass gestern die Magnificent Seven Aktien über 300 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren haben und dennoch der S&P gestiegen ist. Normalerweise ist das praktisch immer der Fall. Es ist das erste Mal in diesem Jahr jetzt gewesen, dass die Magnificent Seven relativ deutlich gefallen sind und der S&P 500 gestiegen ist dazu. Bitcoin gestern schwer unter Druck. Wir haben gesehen, dass die Fed Rate Cut Expectations, die Erwartungen, also wann die Fed die Zinsen senkt, nach hinten geschoben wurden. Hier sehen wir nochmal den Chart der Magnificent Seven, also die mit 7 mit Abstand schwergewichtetsten Aktien sind unter Druck gewesen und dennoch der Nasdaq 100 um 0,85% gestiegen. Wie passt es zusammen? Naja, die Erklärung ist möglicherweise, dass gestern massiv Optionen wieder am Start waren, vor allem Zero DTE Optionen, also Optionen, die noch am selben Tag verfallen. Das waren fast ausschließlich Calls, und das hat die Market Maker, dann die Dealer, die Optionsverkäufer dann gezwungen, Hedge-Positionen einzugehen, selber das Underlying zu kaufen. Wenn zum Beispiel jemand, keine Ahnung, auf AMD einen Call, sich eine Call-Option zulegte, dann muss der Verkäufer diese Option sich absichern, indem er zum Beispiel die Aktie von AMD kauft. Als Beispiel, wir haben jetzt am Freitag ja den großen Verfall, das könnte auch interessant werden. Und interessant ist, dass nachbörslich gestern, als die Märkte geschlossen waren, Google einen Prozess verloren hat in San Francisco. Und das Gericht hat entschieden, dass hier Google praktisch eine Art Monopolstellung sich verschafft habe, indem man eben aus dem Google Play, also dem App Store, wenn man so will,
Da werden ja verschiedene Apps eben integriert, wie zum Beispiel Epic Games, Apps von Epic Games, also Spiele. Und hier hat der Epic Games geklagt, weil man eben 30% der Umsätze an Google abgeben muss. Das gleiche gilt dann auch für Apple, die nehmen auch saftige Gebühren, wenn sie da in ihren Store eben eine App reinlassen. Und hier, das ist jetzt sozusagen als nicht legal kritisiert worden. Und das wird bedeuten, dass die Einnahmen für Google und Apple aus diesem Bereich sehr wahrscheinlich deutlich sinken. Und auch andererseits dürfte es bedeuten, dass man dann erhebliche Strafen für die letzten Jahre zahlen muss. Also das könnte sehr negativ sich auswirken für Google und Apple in den nächsten Monaten und Jahren. However, wir sehen jetzt, dass die Märkte davon ausgehen, wenn wir nochmal zurückkommen zur Fed, dass die Zinsen bei 4,0% liegen, Ende 2024. Die Fed selber sagt, nö, wir werden wahrscheinlich so bei knapp über 5% sein in den Dotplots. Das ist das, was morgen kommt. Nicht nur die Projections, Inflation und Wirtschaft, sondern eben auch die Dotplots. Also man liegt da himmelweit auseinander. Wer hat recht und was wird dann passieren? Wir sehen derzeit eine Rallye. Und hier dieser Twitter-Kommentar sagt, es wird enden, wie es immer endet, die Fed wird etwas kaputt machen und damit auch die Rallye zerstören. Mal sehen, ob es dann so läuft wie 1999, 2000, 2005, 2006 und 2018, 2005, 2006. Da ging es ja noch eine Zeit lang gut, bis es dann eben nicht mehr gut gegangen ist, 2018. Hatte Paul gesagt, wir sind auf Autopilot, bums, und die Märkte an Weihnachten, um Weihnachten rum, waren in Panik. Warum ist diese Rallye jetzt passiert seit Ende Oktober? Einer der Gründe ist, dass das Volumen der sogenannten Reverse Repos deutlich zurückgegangen ist. Mit anderen Worten, hier ist Liquidität frei geworden, wie Jerry Timmer hier zeigt. Und diese Liquidität kann dann sozusagen als Bankreserve ihren Weg in die Aktienmärkte finden. Und man hat dann eben auch das entsprechende Narrativ gefunden. Siehst du, die Fed wird die Zinsen senken, die Wirtschaft wird ein Soft Landing machen und alles wird gut. Warum die Fed die Zinsen senken soll, wenn die Wirtschaft nicht wirklich abkühlt, ist eine andere Frage. Solche komplexen philosophischen Fragen stellen sich die Märkte eher dann ein paar Monate später, meine Damen und Herren. Aber einer der Gründe, die Zinsen zu senken, wäre, dass man ein kleines Problemchen hat seitens des US-Staates, nämlich 31% der gesamten Schulden der USA müssen nächstes Jahr refinanziert werden. Das sind mal schmale 7,6 Billionen Dollar. Das ist um und bei das Doppelte, was Deutschland als BIP auf die Waage bringt. Also völlig unerheblicher Betrag und das zu Zinsen, wenn die so hoch sind wie derzeit. Das tut richtig weh. Hier sehen wir rechts mal, Government Spending is equal to 44% of the economy. Also man gibt das Geld aus mit vollen Händen und da ist keine Änderung in Sicht. Was wird passieren? Wird die Fed die Wirtschaft abwürgen? Ja, nein. Evercore ISI ist jetzt skeptisch, einer der ganz wenigen. Ich hatte gestern gezeigt, dass praktisch alle bullish sind. Nächstes Jahr neue Allzeithochs, bla bla. Hier Evercore ist nicht bullish und sagte, wir werden schon in der ersten Hälfte des Jahres eine Rezession sehen, die Saisonalität, aber jetzt für bis Ende des Jahres bleibt natürlich nach wie vor günstig. Und Rezession ist auch vielleicht das, was China betrifft. Hier, diese BIP-Zahlen sind gefaked, die können Sie nicht glauben. Es ist eine politische Zahl, Einkaufsmanager-Indizes etc. sind da schon viel verlässlicher. Aber so zum Beispiel auch die Inflationsdaten. Wir haben jetzt in China eine Deflation und zwar sind seit 2020 die Preise um 4,7% gefallen. Dementsprechend die Aktienmärkte. Also die Überproduktion in China, die falsche staatliche Lenkung, die eben Kontrolle über Wachstum setzt, die staatliche Firmen bevorzugt, die dann praktisch produzieren. Kein Mensch braucht das. Die Chinesen werden nicht reicher, weil die Immobilienpreise fallen, sie werden ärmer, also konsumieren sie weniger und so weiter. Und so hast du hier eine solche Spirale. Zwei abschließende Hinweise. Zinsen fallen. Die Zentralbanken stehen am Wendepunkt. Das erwarten die Märkte jetzt. Erste Empfehlung.
Und die zweite Empfehlung, hurra, Deutschland bringt die Eurozone wohl insgesamt in die Rezession. Wir sind das Sorgenkind. Aber wir haben einen Kanzler, der sagt, wir schaffen das auf seine Art und Weise. Ein extrem unterhaltsamer Mensch. Ja, also wenn du eine Rede siehst, danach bin ich immer total euphorisiert, gell? Obwohl ich dann meistens wie der Kanzler alles wieder vergessen habe. Ja, das passiert. Also hier diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren. Notenbanken am Wendepunkt und Deutschland Schwäche, Europa in die Rezession und 14:30 Uhr. Natürlich die Inflationsdaten. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.